Bruder Fritz, der eine Unmenge von Manuskriptseiten abgetippt hat. Heidegger kam dann immer wieder nach Meßkirch, um an seinen Manuskripten und Publikationen zu arbeiten und später seinen Nachlass einigermaßen zu ordnen. Heideggers Jugend war glücklich und sorgenlos, wie wir seine Tischrede zum 70. Geburtstag von Fritz entnehmen können. So gedenken wir denn, lieber Fritz, heute an deinem 70. Geburtstag zuerst der Eltern. In ihrem einfach umgrenzten Lebenskreis haben sie sich für uns gemüht und uns dann auf den eigenen Weg freigegeben. Wir gedenken der Schwester, die still und stets zugeneigt zwischen uns zwei Buben mit uns aufwuchs. So oft ich auf Meßkirch zufahre, auf welchem Weg auch immer, zeigt sich zuerst der Glockenturm. Er war die Mitte des Lebenskreises unserer Jugend, die Glocken und die alte Turmuhr. Was uns dorthin rief und dort festhielt, war stets halb Dienst, halb Spiel. Sogar der Rhythmus der Spiele, die wir anderswo im Hofgarten oder in der Hägele Mühle oder am Mettenbach pflegten, war vom Turm her bestimmt. Der älteste Bruder seiner Mutter, ein richtiges Original, Valerian Kempf, war nicht nur Lochbauer, sondern auch lange Zeit Bürgermeister von Göggingen. Auf diesem Hofgut waren die Vorfahren seiner Familie seit dem 17. Jahrhundert ansässig. Valere war ein beliebter Redner und erwarb sich auch als Bauerndichter einen bestimmten Ruf. Er verstand, besondere Ereignisse oder Gedanken in Reime zu bringen, und gerade diesen gleichsam aus ihrer Mitte selbst herausgewachsenen Darbietungen gehörte das besondere Interesse der Bauern. Ein Gedicht von Valere hat den Titel »Der Wechsel der Zeit«. So ist die Sense auf den Wiesen immer heut noch hoch gepriesen. Und wird es sein, ich sag's fürwahr, wohl derzeit und auf immer da, wo Maschine setzt sich ein, muss dabei die Sense sein. Und ich sag es ungeniert, wohl auch ein Mann, der diese führt. Mit Motor und Eisenbahn rückt die Zeit jetzt schnell voran. Und neben diesem alten Still gibt's noch Auto und Mobil. Die fahren ohne Dampf und Ross, im Städtchen so auch wie im Schloss. Sind die Auto wohl im Land, auf jedem Dorf auch schon bekannt. Das Auto kann nach allem Denken die Luft verpesten und verstenken. Fährt ein solches über Flur, verstenkt es wirklich die Natur. Denn nach solchem raschen Lauf fahren Staubeswirbel auf, die ja wohl nach jedem Wind dem Menschen oft gar lästig sind. Kaum kann man zählen, 1, 2, 3 ist das Auto schon vorbei. Und wirft man nur zurück einen Blick, bleibt Benzinstank uns zurück. Somit ist auch der Autolenker ein Stadt- und Dorf- und Luftverstenker. Und mit seinen Gummirädern ist er auch noch Totengräber. Drum ich halt zum Zeitvertreib immer auf dem Boden bleib. Ab 1909 als Student der Theologie im ersten Semester fing Heidegger an, Vorträge zu halten und Beiträge für die katholische Lokalzeitung, das Heuberger Volksblatt, zu schreiben. Heidegger fand ab 1938 den Weg nach Meßkirch wieder. Er war oft längere Zeit bei seinem Bruder zu Gast oder im Hofgartenhotel. Alte Beziehungen zu ehemaligen Schulkameraden blühten, vor allem am Stammtisch in der Ratsstube, wieder auf. Die beiden Brüder gingen gemeinsam den Feldweg und ab und zu in die Messe. Auch Beuron mit seiner Abtei war ein beliebter Ausflugsort. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er vor allem Herrn Bürgermeister Siegfried Schüle freundschaftlich verbunden. Schüle war auch die treibende Kraft hinter Heideggers Ernennung zum Ehrenbürger der Stadt. Heidegger lehnte seinen ersten Antrag 1954 ab. Eine andere Gelegenheit zur Kontaktaufnahme bot Bürgermeister Schüle die Veranstaltung der Feier zum 175. Geburtstag Konradin Kreuzers. Diesmal sagte Heidegger unter der Bedingung, dass er das Thema seiner Rede selbst wählen durfte, seine Mitwirkung gerne zu. Am 30. Oktober fand die Feier statt und Heidegger hielt seine berühmte Gedenkrede Gelassenheit. Die Gelassenheit zu den Dingen und die Offenheit für das Geheimnis gehören zusammen. Sie gewähren uns die Möglichkeit, uns auf eine ganz andere Weise in der Welt aufzuhalten.
Sie versprechen uns einen neuen Grund und Boden, auf dem wir innerhalb der technischen Welt und ungefährdet durch sie stehen und bestehen können. Die Gelassenheit zu den Dingen und die Offenheit für das Geheimnis geben uns den Ausblick auf eine neue Bodenständigkeit. Diese könnte sogar eines Tages geeignet sein, die alte, jetzt rasch hinschwindende Bodenständigkeit in einer gewandelten Gestalt zurückzurufen. Wenn die Gelassenheit zu den Dingen und die Offenheit für das Geheimnis in uns erwachen, dann dürften wir auf einen Weg gelangen, der zu einem neuen Grund und Boden führt. In diesem Boden könnte das Schaffen bleibender Werke neue Wurzeln schlagen. So müsste auf eine gewandelte Weise und in einem veränderten Zeitalter erneut wahr werden, was Johann Peter Hebel sagt: Wir sind Pflanzen, die, wir mögen es uns gern gestehen oder nicht, mit den Wurzeln aus der Erde steigen müssen, um im Äther blühen und Früchte tragen zu können. Heideggers 70. Geburtstag am 26. September 1959 bot die erneute Gelegenheit zu versuchen, Heidegger die Ehrenbürgerrechte zu verleihen. Am 13. Juni erhielt Schüle seine zustimmende Antwort. Heidegger dankte ihm und dem Stadtrat herzlich für den Beschluss. Es wird die schönste Ehrung sein, weil sie aus der Heimat kommt und diese zugleich mitehrt. Auch 1961 hielt Heidegger in Meßkirch eine Festrede. Der Anlass war diesmal das 700-jährige Stadtjubiläum. Er sprach am 22. Juli in der Stadthalle. Am 2. Mai 1964 war Abraham a Santa Clara das Thema seines letzten öffentlichen Vortrages in Meßkirch beim Meßkircher Schultreffen. Die Stadt veranstaltete am 26. September 1969 eine Feier zum 80. Geburtstag seines Ehrenbürgers. Die Festreden hielten Professor Koichi Tsujimura aus Kyoto und Heideggers Schüler Eugen Fink. Heidegger sprach an diesem Abend noch einige Dankesworte. Der Ausgangspunkt von Heideggers Denken ist der eine einzige Gedanke, dass es ein verständliches und wohlgeordnetes Sein des im Ganzen gibt. Verständlich kann das Sein der im Ganzen nur sein, wenn es verstanden werden kann. Und das ist nur möglich, wenn es Sprache gibt. Dies ist wiederum nur möglich, wenn es Sprechende gibt und die Seienden besprochen werden können. Der Mensch ist das Lebewesen, das die Sprache hat. Wenn die Seienden selbst nicht verständlich wären, könnten wir sie nicht verstehen. Umgekehrt können die Seienden nur verstanden werden, wenn wir sie verstehen können. Kein Ding sei, wo das Wort gebricht, wie Stefan George in der Schlusszeile seines Gedichtes »Das Wort« sagt. Die Sprache verwahrt das Geheimnis der tragenden Beziehungen zu Gott, zur Welt, zu den Menschen und ihren Werken und zu den Dingen. Jedes Seiende trägt in seinem Sein einen Sinn. Dieser Sinn wird im dichterischen Wort gesagt. Das Wort bringt das Seiende in die Lichtung der Sprache und lässt es so in der Unverborgenheit anwesen. Aber umgekehrt würde ohne die Wohlgeordnetheit des Seienden im Ganzen die Sprache stumm bleiben, weil es nichts zu sagen geben würde. Wir können Heideggers Entfaltung seines einzigen Gedankens am besten verfolgen, anhand von zwei Beispielen, die er vor allem in seinem Spätwerk benutzt hat.
das des Glockenturms und das des Feldweges. Die St. Martinskirche war und ist vielleicht auch heute noch das klopfende oder besser das glockende Herz der Stadt Meßkirch. Ihr Glockenturm bestimmt das Bild der Stadt und zeigt in seiner Senkrechte den Bezug des Menschen zum Himmel und zum Übersinnlichen. Ohne Transzendenz gäbe es kein eigentliches menschliches Dasein, wie Heidegger immer wieder behauptet hat. Nur durch die Transzendenz kann der Mensch das Unsichtbare, das zuvor alles bestimmt, erfahren. Die geheimnisvolle Fuge, in der sich die kirchlichen Feste, die Vigiltage und der Gang der Jahreszeiten und die morgendlichen, mittäglichen und abendlichen Stunden jedes Tages ineinander fügten, so dass immerfort ein Läuten durch die jungen Herzen, Träume, Gebete und Spiele ging. Sie ist es wohl, die mit eines der zauberhaftesten und heilsten und währendsten Geheimnisse des Turms birgt, um es stets gewandelt und unwiederholbar zu verschenken bis zum letzten Geläut ins Gebirg des Seins. Martin Heidegger vom Geheimnis des Glockenturms. Das Geheimnis dieser Fuge entzieht sich der Macht des Menschen und ist ein Geschenk. Wo das Beispiel des Glockenturms sich bezieht auf die in die Höhe steigende und in die Tiefe gehende Transzendenz des Menschen, geht das Beispiel des Feldweges dagegen in die Breite und eröffnet den Horizont des Menschlichen in der Welt Seins. Immer noch sagt es die Eiche dem Feldweg, der seines Pfades sicher bei ihr vorbeikommt. Was um den Weg sein Wesen hat, sammelt er ein und trägt jedem, der auf ihn geht, das Seine zu. Dieselben Äcker und Wiesenhänge begleiten den Feldweg zu jeder Jahreszeit mit einer stets anderen Nähe. Immer und von überall her steht um den Feldweg der Zuspruch desselben. Das Einfache verwahrt das Rätsel des Bleibenden und des Großen. Unvermittelt kehrt es bei den Menschen ein und braucht doch ein langes Gedeihen. Im Unscheinbaren des Immerselben verbirgt es seinen Segen. Die Weite aller gewachsenen Dinge, die um den Feldweg verweilen, spendet Welt. Im Ungesprochenen ihrer Sprache ist, wie der alte Lese- und Lebemeister Eckehart sagt, Gott erst Gott. Der Feldweg bringt uns in die Nähe der Dinge und stiftet Welt. Die Senkrechte des Glockenturms und die Horizontalität des Feldwegs eröffnen erst die volle Dimension des menschlichen Daseins. So wie das Beispiel des Glockenturms sowohl die Transzendenz als die Zeitlichkeit des Daseins sichtbar macht, hat auch der Feldweg seinen eigenen Bezug zur Zeitlichkeit. Der Zuspruch des Feldweges ist jetzt ganz deutlich. Spricht die Seele, spricht die Welt, spricht Gott. Alles spricht den Verzicht in dasselbe. Der Verzicht nimmt nicht, der Verzicht gibt. Er gibt die unerschöpfliche Kraft des Einfachen. Der Zuspruch macht heimisch in einer langen Herkunft. Heimisch werden in einer langen Herkunft ist nichts anderes als hineinwachsen in die Bodenständigkeit. Der Glockenturm kann nur über die Stadt ragen, weil er im Feldweg wurzelt. Dort, wo Glockenturm und Feldweg sich kreuzen, verweilen Himmel und Erde, Göttlichen und Sterblichen in der Einfalt des Gevierts. Die Bodenständigkeit ist von Anfang an von wesentlicher Bedeutung auf Heideggers Lebens- und Denkweg. Sie ist ein Geschenk der Heimat und ist, wie jedes wahre Geschenk, eine Möglichkeit, die wir nur selbst verwirklichen können.
Heimat ist für Heidegger eine wesentliche Möglichkeit des menschlichen Wohnens, die nur gelebt werden kann. Heimat gibt es, anders gesagt, nur im gelebten Vollzug. Heimat ist eine welteröffnende Möglichkeit unseres Wohnens und kann nur in der Begegnung mit anderen Menschen gelebt werden. Sie ist eine Lebensform. Das heimatliche Wohnen ist als Lebensform die Möglichkeitsbedingung von Heideggers Denken. Ohne gelebte Heimat würde sein Denken bodenlos geblieben sein. Nun hat Nietzsche einmal gesagt, der Philosoph sei das schlechte Gewissen seiner Zeit. Lassen wir einmal dahingestellt, was Nietzsche nun selbst damit gemeint hat. Betrachtet man aber ihren Versuch, die bisherige Philosophiegeschichte als eine Verfallsgeschichte des Seins zu durchschauen und dementsprechend zu destruieren, ist mancher vielleicht versucht, Martin Heidegger das schlechte Gewissen der abendländischen Philosophie zu nennen. Worin sehen Sie das charakteristischste Merkmal, um nicht zu sagen das charakteristischste Denkmal dessen, was Sie die Seinsvergessenheit und Seinsverfallenheit nennen? Zunächst muss ich Ihre Frage in einer Hinsicht korrigieren, wenn Sie von der Verfallsgeschichte sprechen. Das ist nicht negativ gemeint. Ich spreche nicht von einer Verfallsgeschichte, sondern nur von der vom Geschick des Seins insofern, als es sich mehr und mehr im Vergleich zur Offenbarkeit des Seins bei den Griechen entzieht. Bis zur Entfaltung des Seins als bloße Gegenständigkeit für die Wissenschaft und heute als bloßer Bestand für die technische Bewältigung der Welt. Also es ist nicht eine Verfallsgeschichte, sondern es ist ein Entzug des Seins, in dem wir stehen. Und das charakteristische Merkmal für die Seinsvergessenheit, Vergessenheit ist hier immer zu denken vom Griechischen her, von der Lethe, das heißt vom sich verbergen, vom sich entziehen des Seins. Das charakteristische Merkmal dieses Geschicks, in dem wir stehen, soweit ich das überhaupt übersehe, ist die Tatsache, dass die Seinsfrage, die ich stelle, noch nicht verstanden ist. Nun wird ja zweierlei von Ihnen immer wieder in Frage gestellt und auch fragwürdig gemacht. Einmal der Herrschaftsanspruch der Wissenschaft und zum anderen ein Verständnis von Technik, das in der Technik lediglich ein taugliches Mittel sieht, das dem, der es hat, möglichst schnell seine Ziele und seine Zwecke erfüllt. Gerade in unserer Zeit aber, in der ja die meisten Menschen von der Wissenschaft alles erhoffen und in der ihnen auch durch weltweite, ja sogar weltferne Fernsehsendungen demonstriert wird, dass der Mensch durch die Technik das zu leisten vermag, was er sich vorgenommen hat, bereiten Ihre Gedanken über die Wissenschaft und über das Wesen der Technik vielen Kopfzerbrechen. Was wollen Sie erstens damit sagen, wenn Sie behaupten, die Wissenschaft denkt nicht? Ja, um zunächst mit dem Kopfzerbrechen zu beginnen. Ich finde, das ist ganz gesund. Es ist noch zu wenig Kopfzerbrechen heute in der Welt, sondern eine große Gedankenlosigkeit, die eben mit der Seinsvergessenheit zusammenhängt. Und dieser Satz, die Wissenschaft denkt nicht, der viel Aufsehen erregte, als ich ihn in einer Freiburger Vorlesung aussprach, bedeutet, die Wissenschaft bewegt sich nicht in der Dimension der Philosophie. Sie ist aber, ohne dass sie es weiß, auf diese Dimension angewiesen. Zum Beispiel die Physik bewegt sich im Bereich von Raum und Zeit und Bewegung. Was Bewegung, was Raum, was Zeit ist, kann die Wissenschaft als Wissenschaft nicht entscheiden. Die Wissenschaft denkt also nicht, das heißt, sie kann gar nicht denken in dem Sinne mit ihren Methoden. Ich kann nicht zum Beispiel physikalisch oder mit physikalischen Methoden sagen, was die Physik ist. Sondern was die Physik ist, kann ich nur denkend, philosophierend sagen.
Der Satz, die Wissenschaft denkt nicht, ist kein Vorwurf, sondern ist nur eine Feststellung der inneren Struktur der Wissenschaft, das zu ihrem Wesen gehört, dass sie einerseits auf das, was die Philosophie denkt, angewiesen ist, sie selbst aber das vergisst, nicht, und nicht beachtet. Und was meinen Sie, wenn Sie zweitens davon sprechen, dass größer als die Gefahr der Atombombe für die heutige Menschheit das Gesetz der Technik ist, das Gestell, wie Sie den Grundzug der Technik nennen, das Wirkliche in der Weise des Bestellens als Bestand zu entbergen oder anders ausgedrückt, alles und jedes auf einen Knopfdruck hin abrufbar zu machen? Ja, zunächst ist zu sagen, dass ich nicht gegen die Technik bin. Ich habe nie gegen die Technik gesprochen, auch nicht über das sogenannte Dämonische der Technik, sondern ich versuche, das Wesen der Technik zu verstehen. Und wenn Sie diesen Gedanken zitieren, mit der Gefährlichkeit der Atombombe und noch einer noch größeren Gefährlichkeit der Technik, so denke ich an das, was sich heute als Biophysik entwickelt, dass wir in absehbarer Zeit imstande sind, den Menschen so zu machen, das heißt rein in seinem organischen Wesen, so zu konstruieren, wie man ihn braucht. Geschickte und Ungeschickte, Gescheite und Dumme. So weit wird es kommen. Die technischen Möglichkeiten sind heute bereit und wurden bereits schon von Nobelpreisträgern in einer Tagung in Lindau ausgesprochen, was ich in einem Vortrag vor Jahren in Meßkirch schon zitiert habe. Also vor allem das Missverständnis ist abzulehnen, als ob ich gegen die Technik sei. Ganz im Gegenteil, ich sehe in der Technik, in ihrem Wesen nämlich, dass der Mensch unter einer Macht steht, die ihn herausfordert und der gegenüber er nicht mehr frei ist. Dass sich hier etwas ankündigt, nämlich ein Bezug des Seins zum Menschen. Und dass dieser Bezug, der sich im Wesen der Technik verbirgt, eines Tages vielleicht in seiner Unverborgenheit ans Licht kommt. Ob das geschieht, weiß ich nicht. Ich sehe also im Wesen der Technik den ersten Vorschein eines sehr viel tieferen Geschehnisses, was ich das Ereignis nenne. Am 28. Mai 1976 fand Martin Heidegger seine letzte Ruhestätte in Meßkirch. In seiner Grabrede sagte Bernhard Welte: Der Weg ist nun zu Ende gegangen. Der Tod, das Gebirge des Seins, hat Martin Heidegger in sein Geheimnis der verborgenen Fülle entrückt. Wir aber dürfen mit dem Evangelium erschüttert, aber hoffend sagen: Wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Der Suchende, das darf die Überschrift seines ganzen Lebens und Denkens sein. Der findet, das darf die Geheimschrift seines Todes sein. Sie leuchtet aus ihrem Geheimnis weit hinaus in die Welt der Sterblichen.